oben ist jetzt aber zum Beispiel einer offen. Der war vorhin auch nicht da. Ja, komm, beweg dich hier runter. Nicht so nah. Jetzt ist hier aber keiner. Da ist kein Weg. Oh, gehen wir nochmal zurück und wieder hin. Immer noch kein Weg offen. Tja, ich kann hier nicht durch. Definitiv und erwiesen. Ich kann hier nicht durch. Aber ich kann mich hier gerne penetrieren lassen von komischen Tentakelviechern. Das geht. Das haben sie eingebaut. Das darf man. Hier durch darf man nicht. Aber Penetration, okay. Ich verstehe es immer noch nicht. Wieso kann es überhaupt so schwer sein, durch ein scheiß Museum zu kommen? Ist er außerhalb der Öffnungszeiten da oder was? Muss ich eine bestimmte Anzahl an Gegnern vernichten? Muss ich auf eine bestimmte Weise vernichten? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Muss ich mich oft genug treffen lassen? Ist es das, was das Spiel will? Bin ich nämlich gerade dabei. Da, denkst du? Gehen wir hier nochmal zurück. Wieder lang. Unten durch. Nein, nichts. Muss der Hintergrund dunkel sein? Tja, wird halt mal dunkel. Nein, nichts. Geil. Wirklich. Ich bin ratlos. Am Anfang ging es so gut. Am Anfang ging es so gut. Ich speichere und höre für heute auf. Oh Gott, es kotzt mich an. Immerhin, wir haben ja ein bisschen Fortschritt gemacht, sage ich mal. Wir haben 3 Roboter besiegt. Den Motherfucker, den Motherfucker und den Motherfucker. Das ist doch immerhin etwas. Bei dem Motherfucker und dem Motherfucker komme ich nicht weiter, also werde ich nächstes Mal den Motherfucker versuchen. Bis dahin, der Blind Spectator war für euch am Mikrofon und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. So, hallo, wieder der Blind Spectator für euch am Mikrofon. Und diesmal schauen wir, ob wir hier im Recycling-Laboratorium mehr reißen können als bei unseren letzten Versuchen, hier die Gegner zu vernichten. Metal Shark Player? Was ist ein Player? What? Ist der Gangster? Ist der Hip-Hopper? Ich habe nichts gegen Hip-Hop allgemein. Ich mag die Musik jetzt nicht unbedingt, aber ich habe nichts gegen die. Aber Player? Wenn ich das schon höre, dann kriege ich Krebs. Ja, du wolltest mir gerade sagen, dass ich hier rein kann. Okay, das Teil bewegt sich. Das interessiert mich jetzt aber weniger. Okay, wenn ich da oben drauf unterwegs bin, dann interessiert mich die Schande irgendwas. Ich warte hier kurz. Oh nein, nicht mal dann interessiert mich. Jetzt interessiert mich. Und das willst du mir auch gerade sagen, nicht wahr, Bitch? Ist schon in Ordnung. Ich hab schon selbst herausgefunden. Was? Kann ich das Teil aufhalten? Wie soll ich hier rüberkommen? Hm. Doppelsprung gibt's nicht. Ich muss die Rüstung wohl zurücklassen. Schade, die hat mir gefallen. Naja, gehen wir einfach ohne weiter. Vor dem hier kann ich mich ganz bequem ducken. Den hier erledige ich so. Dann warte ich kurz eine Runde. Ja. Darf ich wieder raufgehen? Sehr schön, danke. Das hier machen wir platt. Den hier machen wir auch platt. Das da machen wir auch kaputt. Wenn es denn will. Okay, da kommen wir auch gleich durch. Ich bin immer noch ein bisschen krank, aber egal. Und ich hoffe, ihr habt euch vielleicht mein Dings. Scheiße. Ja, ich glaube wieder von Anfang an.
Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht mein Dings angeschaut. Mein Ding, ja, also nicht mein Ding-Ding. Nicht mein Ding-Dong, sondern meine Vertonung zu dem Hörspiel, das ich gerade mache. Vielleicht gefällt es euch ja, vielleicht noch nicht. Wenn nicht, sagt mir, wenn es euch gefällt, sagt es mir auch. Würde mich interessieren. Ich höre da gerne eure Meinungen. Anscheinend kann ich das Teil echt aufhalten mit meiner Rüstung, das ist cool. Das Bild ist, jetzt muss ich die Rüstung zurücklassen, von daher bringt mir irgendwie nicht. Aber es war nett. Okay, hier warte ich eine Runde, bis das Teil hier wieder mal unten war. Ja, und beim nächsten Mal darf ich dann nicht vergessen, mich zu ducken. Das hier machen wir platt, dich machen wir auch platt. Und dich machen wir auch gleich nochmal platt, kleines Mietu. Oh, so ein süßes kleines Mietu, ja, großes kleines Mietu. Okay, hier ducken wir uns. Oder musste ich mich hier ducken? Nee, hier noch nicht. Jetzt muss ich mich ducken. Der wird halt nicht gecrushed, weil Brot. Gleich weiter. Da kann ich nicht durch, weil Keks. Das Teil ist zwar im Hintergrund, aber ist okay. Ignorieren wir die Tatsache. Wir gehen weiter. Formidabel. Wirklich ausgezeichnet. Okay, nochmal derselbe Scheiß. Aus irgendeinem Grund habe ich aber schon wieder 3000 Leben zusammen. Ey, wie kriege ich die ganzen Leben? Ganz im Ernst, ich mache nichts dafür. Gerade eben hatte ich wieder nur 4 Leben und jetzt habe ich schon wieder 5. Wie funktioniert das? Ich verstehe dieses Spiel nicht ganz. So, ich dürfte einfach so durch. Oh, dieses kleine Mitu hat uns verletzt. In einer riesigen Roboterrüstung, die sogar diese Pressmaschine da oben aufhalten kann. Die aber allgemein sowieso nicht allzu stark ist, weil sie es nicht schafft, den Müll und so weiter zu pressen. Aber ich bin hier nicht der Techniker, ich bin hier nicht der Ingenieur, ich muss mich nicht darum kümmern. Darüber bin ich auch Gott froh, denn ich habe auch so genug Arbeit. Okay, machen wir das Teil platt, ducken wir uns, machen wir das Teil platt, machen wir das alles platt. Ja, ich mag das Schwert irgendwie. Es erweist sich hin und wieder als nützlich, sagen wir mal so. Ich mag Zero deswegen trotzdem immer noch nicht. Wieso habe ich Zero eigentlich das Schwert nicht zurückgegeben? Ich meine, Zero ist ja wieder da. Will das nicht an? Hat er jetzt ein neues Schwert? Er hat sich den Kopf gestoßen. Interessant, ich darf also nicht dashen, während ich da bin. Ich dachte, ich könnte vielleicht vorwärts dashen, um das Ganze, damit ich halt wieder näher am Rand bin. Aber nein, weil Kopf gestoßen. Kopfstoß, tödlich. Okay, ja, kommen die wieder rauf, nicht. So, gleich durch. Ja, komm ich hier rauf. Schön. Platt. Weil wir es können. Durch. Ist auch platt. Das platt. Euch wieder. Was diese ganzen komischen Brocken, die sinnlos in deinem Weg suchen, weiß ich nicht. Ich meine, über diese eigene Scheiß-Stage, da machen die Sinn, weil die manchmal da sind, manchmal nicht. Das macht zwar nicht unbedingt Sinn, aber es macht einen Sinn, dass sie dann zumindest ihre Existenz, ihre Anwesenheit macht, sagen wir mal, mehr Sinn. Und hier, keine Ahnung, was das Scheiß soll. Das kann ich auch nicht kaputt machen. Das ist nicht schön, aber ich akzeptiere es jetzt mal. Wenn ich wirklich die nach unten Taste loslasse, dann stößt er sich auch wieder den Kopf. Das wollen wir nicht. Das wäre so ungesund. Mein Mega Man darf sich den Kopf niemals stoßen. Okay, hier geht's runter. Ganzes Stückchen. Und hier ist noch eine Pressmaschine. Ich hab's eigentlich fast gerochen. Okay, wenn ich die untere jetzt kaputt mache, dann gehen beide kaputt. Dafür ist eine schwebt dann zuerst in der Luft und dann können wir. Aber ja, ihr wisst, was ich wahrscheinlich sagen wollte. Wir machen einfach weiter und hoffen, dass dieses Gerät da oben niemals an uns rankommt. Aber vermutlich schon, sonst hätte ich es nicht eingebaut. Nein, es kommt immer noch nicht an uns ran. Weil da noch so ein Brocken ist. Ist auch noch ein Brocken. Und hier müsste ich eigentlich ganz schnell durch. Immerhin hatten wir einen Safe Spot erreicht. Gott, ich hasse diese Instant Death Scheiße. Ja, komm, stirb deine Figur. Ja, komm, du kotzt mich auch an.
Die dürfen dann natürlich durch, klar. Wenn ich auch nur mit einem Pixel meines Körpers an irgendwas herankam, was mich töten könnte, dann ist es scheiße, aber die, die interessiert mich nicht. Komm mal, gleich weg. Gehen hier durch. Das kaputt. Ich kaputt. Da dann. Ja. Puh. Noch keine MeTools. Noch ein kleiner MeTool. Oh, MeTools sind so süß. Ich mag sie. Okay. Nein! Oh Gott, nur weil ich den Fucker retten wollte. Oh, Scheiße. Ich sollte alle sterben lassen. Ich meine, die sind eh zu nichts nütze. Ich meine, ganz im Ernst, sonst würden die ja nicht im Sterben liegen, oder? Wenn die irgendwas gekonnt hätten. Oh nein, der Mann hat ein so gutes Herz. Er hat kein Herz, er ist ein Roboter, aber er hat ein so gutes Herz. Man kann das nicht zulassen. Dass Roboter sterben. Roboter. Kein Mensch hier, beziehungsweise kein Roboter hier, scheint ein Shit auf die Menschen zu geben, die hier die ganze Zeit draufgehen. Aber wenn andere Roboter stirbt, oh mein Gott, ist das schlimm. Es sind Roboter. Ich meine, klar, anscheinend ist es ja so, dass die eine Art Bewusstsein bekommen haben. Mag sein, schöne Sache, kauft euch einen Orden. Aber es ergibt trotzdem nicht immer unbedingt Sinn. Ach komm, mach dich platt.